Deutschland, ein Sommermärchen. Doch die WM 2006 könnte nur ein gekauftes Glück gewesen sein. And the winner is Deutschland. Das deutsche Organisationskomitee soll nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel eine schwarze Kasse eingerichtet haben. 13 Millionen D-Mark, also rund 6,7 Millionen Euro, sollen geflossen sein, um 4 asiatische FIFA-Funktionäre vor der Abstimmung zu bestechen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, was alles passiert ist mittlerweile. Warum? Ja, die Korruption in den Verbänden, das ist ja hanebüchend. Ja, es überrascht einfach nicht, ne? Es ist so viel Korruption überall. Ja, ist halt schade, aber das Geld regiert die Welt. Auch wenn sie gekauft war, war es ein guter Deal. Warum? War eine super WM. DFB-Chef Niesbach und Franz Beckenbauer sollen angeblich von den schwarzen Kassen gewusst haben. Laut Spiegel-Recherche soll das Geld ursprünglich aus der Privatkasse des damaligen Adidas-Chefs Dreyfus gekommen sein und wurde anderthalb Jahre später über Umwege vom DFB über die FIFA zurückgezahlt. Der DFB räumt heute in einer Mitteilung ein, dass im April 2005 eine Zahlung des Organisationskomitees der WM 2006 in Höhe von 6,7 Millionen Euro an die FIFA geleistet wurde, die möglicherweise nicht dem angegebenen Zweck entsprechend verwendet wurde. Demnach für ein Kulturprogramm. Die Zahlung hätte aber in keinem Zusammenhang mit der Vergabe der WM gestanden, so der DFB. Bei uns ist Harald Stenger, er ist Sportjournalist und langjähriger Pressechef des DFB. Ab 2001 waren Sie das. Herr Stenger, was ist da los? Halten Sie die Vorwürfe für plausibel? Ja, momentan ist ja im internationalen Fußball alles möglich und Dinge, die man sich vor kurzem noch für unvorstellbar hielt, sind Realität geworden. Zunächst einmal muss man aber sagen, dass Aussage gegen Aussage steht. Das, was der DFB vorab erklärt hat und das, was die Kollegen vom Spiegel berichten, das passt nicht zusammen. Also einer liegt daneben. Ich gehe davon aus, dass sich da auch Anwälte demnächst mit beschäftigen werden. Und dann muss man sehen, wer das bessere Ende für sich hat. Nur es sollte, ich betone es, sollte der Spiegel recht haben, dann ist aus meiner Sicht eine Konsequenz völlig klar. Dann wird Wolfgang Niesbach als DFB-Präsident nicht mehr haltbar sein. Er ist der Einzige aus dem vierköpfigen Präsidium des WM-Organisationskomitees, der noch ein Amt innehat. Es wird ihm eine Sperre der FIFA-Ethikkommission drohen. Und ich glaube, man wird auch intern überlegen, ob er freiwillig zurücktritt oder ob man ihm den Rücktritt nahelegt. Es war ja auffällig, dass ausgerechnet aus dem größten und mächtigsten Fußballverband der Welt die Kritik sehr, sehr verhalten war an Sepp Blatter und an der ganzen Korruptionsaffäre der FIFA. Haben wir jetzt eine Erklärung dafür, warum von Wolfgang Niesbach da so wenig kam? So könnte man es interpretieren. Das Gleiche gilt ja auch für die Kritik an Platini. Es ist sicher so, dass der DFB in der letzten Zeit in der Person des Präsidenten sehr stark taktiert hat, laviert hat und einen sehr schlechten Eindruck hinterlassen hat in diesen sportpolitischen Fragen. Zivilcourage wird anders buchstabiert. Herr Stenger, das haben wir gesehen, manche Fußballfans sehen das sehr locker. Die sagen, naja, war eine gelungene Party. Was aber keinem Fußballfan egal ist, das sind die Ergebnisse. Müssen wir denn fürchten, wenn da so viel Korruption ist, dass man auch Spiele oder das Weiterkommen in die nächste Runde bezahlen kann, kaufen kann? Ich sage nochmal, man kann ja heute gar nichts mehr ausschließen, aber ich von meinem Erlebten kann nur sagen, also im sportlichen Umfeld der Nationalmannschaft hat das Thema Korruption keine Rolle gespielt. Aber das, was wir heute gehört haben, wirft natürlich auf das Sommermärchen einen kräftigen Schatten. Und ich glaube, die meisten Fans werden es weniger locker nehmen als den wir gerade in der Einblendung gesehen haben. Sie werden schon kräftig enttäuscht sein und das auch zu Recht. Vielen Dank, Harald Stenger, langjähriger Pressechef und Mediendirektor des DFB. Danke für Ihre Einschätzung.